Christian Appel ist Spitzenkandidat der Grünen Berchtoldsdorf, die mit 4 Mandaten derzeit drittstärkste Kraft im Gemeinderat sind. Appel ist geschäftsführender Gemeinderat, unter anderem für Mobilität und Verkehr. Was ist denn aus Ihrer Sicht in den letzten 5 Jahren in Berchtoldsdorf schiefgelaufen? Die Fehler, an denen wir heute noch leiden, die sind im Wesentlichen schon früher passiert. Also zum Beispiel das mit der Immobiliengesellschaft, das war 2006 schon. An dem werden wir noch eine ganze Zeit lang laborieren, bis man das wieder ins Reine bringt. Aber so im Großen und Ganzen hat es die letzten 5 Jahre durchaus war schon in Ordnung, so wie es gelaufen ist. Also da gibt es jetzt nichts wirklich Großartiges zu beanstanden. Also mir geht es einfach wirklich konstruktive Ansätze, weiterarbeiten, in die Zukunft schauen, wohin entwickelt sich die ganze Gesellschaft, wo muss man rechtzeitig Vorkehrungen treffen. Also das ist der Schwerpunkt meiner Politik. Was ist Ihnen und Ihrer Partei in den letzten 5 Jahren gelungen? Naja, wir haben ein Mobilitätsleitbild für Berchtoldsdorf initiiert. Das war ein breit angelegter Bürgerbeteiligungsprozess, wo das Thema Verkehr in alle Facetten durchleuchtet wurde. Wir haben Experten, Referentinnen eingeladen. Wir haben Begehungen vor Ort gemacht. Wir haben uns verschiedene Situationen lokal angeschaut. Ja, und haben das dann in ein schriftlicher zusammengefasst, in einem Mobilitätsleitbild. Und da ist eindeutig herausgekommen, dass wenn man die Verkehrsbelastung im Ort tatsächlich reduzieren will, muss man vorher schauen, dass das Gehen attraktiver wird, das Radfahren attraktiver wird, die öffentlichen Verkehrsmittel attraktiver werden. Und mit den 3 Sachen sind wir voll auf beschäftigt. Was ist denn das dringendste Problem, das in den nächsten 5 Jahren in Berchtoldsdorf gelöst werden muss? Ein großes Problem, was dauert, ist Waldmühle-Rodaun. Das ist im kalten Leutgenmatal ein Wohnbau mit 450 Wohnungen. Das soll im Sommer 2016 bezugsfertig sein. Und aus dem kalten Leutgenmatal gibt es nur die kalten Leutgenmerstraße heraus und den Schienenstrang der kalten Leutgenmerbahn. Und es ist völlig absehbar, dass da zu Stoßzeiten gerade diese Kreuzung Kaltenleutgemerstraße, Hochstraße und dann auch weiter bis zur Willergasse, dass das dann völlig zu sein wird, ist jetzt schon sehr problematisch. Ja, und die zusätzliche Verkehrsbelastung, die auf Berchtesdorf zurollt, also der Zubringer von Kaltenleutgemertal zur Autobahn geht mitten durch Berchtesdorfer Wohngebiet durch, auf Gemeindestraßen großteils. Also, wir sind sehr dahinter, dass wir da Konzepte und Projekte entwickeln, die das möglichst früh abfangen können. Also das haben wir dann eh schon beim großen Thema, was uns dann die letzten 1 bis 2 Jahre beschäftigt hat, dass auf der Kaltenleutgemerbahn ein Schienenverkehrsmittel wieder eingerichtet wird. Also wir denken da im Speziellen an eine Straßenbahn mit eher kleineren Gefäßen, Tram on Demand, Straßenbahn auf Abruf heißt das. Das ist das Konzept. Ja, also wir haben verschiedenste Varianten untersucht, wie man den Schienenstrang bespielen kann. Es ist auch untersucht worden, ob man den an Schnellbahnast von der Südbahn her bis nach Kaltenleutgeben ziehen kann. Da kommt man natürlich auf horrende Investitionskosten. Da müssen die Stationen alle schnellbahntauglich ausgebaut werden. Von den laufenden Betriebskosten gar nicht zu schweigen. Also das haben wir dann recht schnell wieder ad acta gelegt, weil es finanziell einfach nicht darstellbar war. Also das war eben unser Problem, so die Verkehrslösungen so quasi von der Stange, also ob das eine Straßenbahn ist oder ein Zug, wie man das finanziert, ist ein bisschen schwierig. Das muss ein großes Gemeinde und Land zahlen und von Investitionskosten und so weiter ganz zu schweigen. Deswegen haben wir versucht, und das war also eine gewisse innere Logik und eine Notwendigkeit, dass wir in der Pilotphase einen Forschungsbetrieb einrichten. Und so haben wir es gibt dann auch sehr interessante Forschungsfragen, die untersucht werden können. Also vom akkuelektrischen Antrieb, also Akkuwechselsystem, bis zum autonomen Fahren, also fahrerloser Betrieb, da ist man jetzt technisch schon recht weit. Da fehlt noch mal ganz ein bisschen was noch ausgeforscht werden soll. Wir haben es im September eingereicht, 2 Sondierungsstudien, wo eben alle Aspekte zu dem Projekt untersucht werden soll. Ja, und im Dezember, Jänner, sollte dann eine Förderentscheidung vorliegen. Da wissen wir dann, ob wir Geld kriegen oder nicht.
Was wollen Sie und Ihre Partei in den nächsten 5 Jahren in Berchtoldsdorf bewegen? Wir haben jede Menge Arbeit angefangen und die müssen wir natürlich weitermachen. Also Punkt der Verkehr auf alle Fälle. Ne? Und wenn sich das Tram-on-Demand-Projekt einigermaßen planmäßig entwickelt, wird uns das sicher die nächsten 5 Jahre auch noch beschäftigen und die nächsten 10 bis 15 Jahre oder 20 Jahre ist ein großes Projekt. Also wir konzentrieren uns auch weiterhin auf familienfreundliche Geh- und Radverbindungen. Das ist das Allerwichtigste, dass die Kinder sich einigermaßen sicher bewegen können zu ihren Zielorten, was sie dann noch. Damit ist das ein Beitrag, dass man den ganzen Zubringerverkehr und Bring- und Holverkehr ein bisschen reduziert. Und ein zweites hat viel zu tun mit dem Thema Bildung, Demokratie. Also es gibt da einige Initiativen im Berchtesdorf, die wir weiter unterstützen wollen, um einfach die Bildungsqualität zu heben, die Demokratiequalität im Ort zu heben. Was wäre bei der nächsten Gemeinderatswahl ein Erfolg für Sie und Ihre Partei? Mandatstand ausbauen. Also wenn wir zu unseren 4 Mandate nur 5., 7. oder 6. dazu bekommen, sind wir sicher nicht unglücklich. Hätten wir uns auch verdient, wir haben wirklich fleißig gearbeitet. So.